Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Starfield. Was macht ihr hier in meinem Schiff? Kleiner Tipp, meide lieber den Stretch, vor allem Aggies. Tja, willkommen in Aquila City. Soll das so sein oder ist es ein Bug? Naja. Ist aber lustig, wie die da alle stehen, als wenn die auf irgendwas aufpassen würden. Also auf mein Schiff scheinbar. Ja, ja, ich bin eine wichtige Persönlichkeit. Eigentlich nicht. Mich kennt hier wahrscheinlich keiner. Noch nie von mir gehört. Ist dann ein Techniker frei? Das ist kein Problem. Und du zahlst für den neuen Reaktor? Der läuft noch unter der Herstellergarantie. Ja. Ich bräuchte eine Rechnung. Warum das denn? Firmenrichtlinie. Kann ich sie einfach auf einen Zettel schreiben? Ein Laib Brot würde es auch tun, solange deine Unterschrift drunter ist. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Nach dem hier braucht noch ein Frachter die Freigabe für New Homestead. Ich wünschte, in allen Häfen würde es wie in Aquila City funktionieren. Ey! Kann ich dir irgendwie helfen? Du findest sicher was, was dir gefällt. Joa, mal schauen, ne? Oh, wow. Ein bisschen groß vielleicht. Was soll es denn kosten? Na, dann gehen wir mal direkt in die Stadt rein. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis wir wieder zugeschissen werden mit Quests. Was ist das? Sieht aus wie ein Bewässerungssystem. Halt! Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Hier wird's nie langweilig. Ich kenne dich. Du bist Sam Coe. Der Marshal wird verdammt froh sein, wenn noch ein Freestar Ranger mithilft. Deine Informationen sind leider seit ein paar Jahren veraltet. Ich weiß nur, dass es einen versuchten Bankraub gab, der schiefgegangen ist. Wenn du die ganze Geschichte willst, musst du den Marshal fragen. Normalerweise nicht, aber er hat übernommen, weil die Bankräuber zur Shaw-Bande gehören. Der Marshal hat viel Erfahrung im Umgang mit der Gang, also hat er das Kommando. Die ist gleich da hinten rechts. Es ist alles abgeriegelt, also halt dir lieber Abstand, wenn du nicht helfen kannst. Das ist wohl die Entscheidung des Marshals. Ehrlich gesagt läuft es nicht gut. Sieht nach einem Patt aus. Hilfe von außen wäre vielleicht nicht verkehrt. Die Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank durchstöbern. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Ja, wir schauen mal. Aquila City. Ich habe gefühlt mein halbes Leben damit zugebracht, hier wegzukommen. Wollt ihr mir auch irgendwann mal eure Forderungen sagen? Vielleicht, wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Zum Beispiel... Bitte bleib ruhig und lass unsere Security ihre Arbeit machen. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Zurücktreten! Sofort! Eine Geiselnahme. Und jetzt geh bitte, sonst muss ich dich wegschleppen lassen. Naja, ich bin gerade etwas beschäftigt. Wenn du also bitte Abstand halten könntest. Aquila City, wie es lag und lebt. Hier wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient. Aber trotzdem, danke. Ihr habt hier wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam.
Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Showbande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Eine große Schmugglerbande, die sich außerhalb der Stadt versteckt. Sie nehmen jeden auf, ob Neuling oder Veteran. So schlecht wie das hier vorbereitet war, sind die da drin wohl blutige Anfänger. Vermutlich ihr erster Versuch, eine Bank zu überfallen. Was für uns gut ist. Sie wünschen sich wahrscheinlich gerade, sie wären einfach zu Hause geblieben. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Okay, ich bin bereit, das zu gestatten. Aber vorher ein paar Dinge. Sag, was du sagen musst, aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Also werd nicht leichtfertig. Finde raus, was sie wollen und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey, ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine Hände sehen. Und keine Spielchen, klar? Da ist ganz schön was geboten, oder? Na dann, wollen wir mal. Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Oh, Jet Bullock. Was für ein Idiot. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Wir haben schon Schlimmeres überstanden. In einer Bank festsitzen ist easy. Okay, beruhig dich einfach, ja? Es gibt keinen Grund für Gewalt. Ah, okay. Ich verstehe, was du meinst. Damit kommen wir problemlos klar. Du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Also, nächstes Thema. Sie reden viel zu viel, beschweren sich über jeden Scheiß. War nicht leicht, aber bisher haben wir niemanden erschossen. Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein! Dann überzeugt den Marshall, dass es das nicht ist. Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Wie meinst du das? Manchmal passieren Unschuldigen eben schlimme Dinge. So ist das Leben. Die Geiseln sterben, ist der Marshall schuld, weil er uns nicht ernst genommen hat. Ich probiere mal das automatisch überzeugen. Ich glaube, keiner von uns ist bereit, hier zu sterben.
Hä? Netter Versuch, aber du machst uns keine Angst. Für einen Rückzieher ist es zu spät. Wir ziehen die Sache durch. Sag dem Marshall, er soll das Schiff vorbereiten, damit wir alle aus der Sache rauskommen, ohne dass jemand verletzt wird. Ich check dieses Überreden einfach nicht. Logischste Dinge interessiert die Leute einfach nicht. Security ist ein Witz. Die haben Angst, das merkt man. Ich habe jedes Wort gehört. Er redet zu laut, ist die Müdigkeit. Die Angst und Erschöpfung machen sich bemerkbar. Sie denken nicht klar. Das bringt uns in eine sehr gefährliche Lage. Nein, du würdest nur deine Zeit vergeuden. Oder schlimmer, sie wütend machen. Das ist zu riskant. Dein Idealismus in Ehren. Aber es gab von Anfang an nur zwei Optionen, wie das hier endet. Eine davon hast du schon ausgeschlossen. Bleibt also nur die andere. Wir müssen die Geiseln befreien, indem wir die Bankräuber ausschalten. Das Problem ist, dass sie mich und die Wachen ständig im Blick haben. Wenn wir versuchen reinzugehen, sehen sie uns sofort kommen. Dazu wärst du bereit? Du hast Mumm, das steht fest. Aber ich muss gestehen, dass du recht hast. Damit rechnen sie vielleicht nicht. Also, ich sehe zwei Optionen. Du kannst sagen, dass du die Geiseln sehen willst. Und wenn du drin bist, schlägst du zu. Wenn du schnell bist, kannst du sie wohl ausschalten, bevor sie reagieren können. Aber du musst sie töten. Es gibt aber auch eine Hintertür. Ihre Aufmerksamkeit ist nach hier vorne gerichtet. Vielleicht passen sie hinten also weniger gut auf. Der Schlüssel sollte passen. Schaubande hält uns alle zum Narren. Ich speichere mal. Einen Hintereingang. Das nimmt sicher ein gutes Ende. Space und Krieg werden laut SNN immer schlimmer. Aber die chillen hier einfach, oder was? Beweg mich nicht mal, die können doch gar nichts hören. Fehler. Ist zu Ende. Ich bin hier raus. Wie im Mittelalter. Meine Fresse. Jetzt kannst du was erleben. Das mag ich am liebsten. Wir verlieren. Nicht gut. Wo sind die Geiseln? Wow. Ah, so gefällt mir das. Verluste, Kollateralschäden? Sag mal, wenn ich schon mal hier bin, ne?
Oh. Gerade gesehen, ich habe ein Kopfgeld bekommen. Ich wollte ja nur mal reingucken, da war sowieso nichts Interessantes. Was zur Hölle? Das ist mal einfacher. Hättest aufgeben sollen, als du es konntest. Scheinbar sind es nur drei. Anführer der Bankräuber, dessen Namen ich doch eigentlich kennen müsste. Der geht ja sofort wieder an die Arbeit, wie es aussieht. Ach, hier hätte man sich durchschleichen können. Auch interessant. Aha. Haben wir alle gelootet? Nee. Jetzt werde ich erschossen, weil ich vorne rausgegangen bin und die denken, ich bin der Bankräuber. Gute Arbeit. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Das freut mich. Das sind nicht nur Bürger des Freestar Collective. Sie sind wie eine Familie. Das sind wir alle. Und was die Schaubande angeht, um die trauern wir auch. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Ich habe Holz des Nachdem jetzt keine Leben mehr auf dem Spiel stehen, gehen wir wieder zur Galbank und holen uns die Karten. Simone. Na gut. Baby. Marco. So. Räumt hier mal einer auf. Das war genug Aufregung für heute. Ich muss wohl einen Bericht über die Sache schreiben. Okay, ich kann einfach runtergehen. Na dann. Also gut. Die Familie hat hier ein paar verschiedene Schließfächer. Also sehen wir uns um. Hier ist eine Kopie vom Schlüssel. Okay, denkt dran. Solomon stammt aus einer früheren Generation. Es ist also nicht auf einer Slate. Wir suchen einen Stapel Papiere.
Weißt du das wohl nicht? Okay, mal sehen. Man kann es auch übertreiben mit der Sammeltour, okay? Ach, du fängst du jetzt auch so an? Oh nein, Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Yep. Ich wollte eigentlich nicht zum Anwesen. Cora wird stinksauer sein. Muss das jetzt wirklich sein? Du hast schon recht. Ich weiß aber, es ist was Persönliches. Okay, schön. Er ist mein Vater, okay? Wir verstehen uns nicht so gut. Er dachte sich wohl, dass ich irgendwann wegen der Karten antanze und ist mir zuvorgekommen. Ich wollte einfach nicht ins Familiengeschäft einsteigen. Das da wäre? Tut mir leid, dass ich deswegen nerve. Mein Vater und ich können uns nicht vergeben. Das ist, Familientradition. Okay, wollen wir? Na dann, aber was ist das Familiengeschäft?